dann weiß ich jetzt auch gleich, wer mein Subunternehmer ist. Glauben Sie ruhig. Die besinnliche Sendung auf Radio Inwelle mit Pater Corbinian. Werte gläubige Hörer, letzte Woche habe ich wieder zahlreiche Anfragen von Paaren in Partnerschaftsangelegenheiten erhalten. Da fragt mich etwa ein junger Mann aus Rosenheim, Pater Corbinian. Wir sind jung und verliebt und wir wollen auch heiraten. Aber dürfen wir das Kinderkriegen noch ein bisschen hinauszögern? Da sprach ich, gerne kannst du den Zeugungsakt noch ein bisschen hinauszögern, wenn sie nicht dabei einschläft. Aber Pater Corbinian, bohrte der junge Mann weiter, wir wollen ja heiraten und Kinder kriegen, wir haben bloß Angst, dass es dann vorbei ist mit der Verliebtheit. Eben deshalb müsst ihr heiraten und Kinder kriegen, solange ihr verliebt seid. Denn die Verliebtheit ist nur ein von der Natur eingerichteter, vorgezogener Waffenstillstand, um die Fortpflanzung nicht zu gefährden. Neulich da fragte mich ein reiferes Ehepaar, Pater Corbinian, wir wollen uns lieben bis ans Ende unserer Tage, aber immer wieder stehen zwei Konfliktstoffe zwischen uns, Bad und Klo. Da sprach ich, wer von euch noch nie ein Bündel nasser Klamotten einfach im Bad liegen gelassen hat, der werfe als erster das Handtuch. Wer von euch noch nie ins Waschbecken gepinkelt hat, der werfe den ersten Urinstein. Seht, ihr habt mehrere tausend Euro für einen DNA-Test ausgegeben, nur um festzustellen, von wem die Haare im Duschausguss stammen. Dieses Geld wäre beim Kirchensteueramt viel besser aufgehoben. Und so sollt ihr euch denn nun lieben und achten, bis ans Ende eurer Kräfte, Tage, bis zur nächsten besinnlichen Stunde, euer Pater Corbinian.